Schwierigkeiten kommen würden und der Versuch, trotzdem noch zu profitieren, diese Haltung hat uns das Image des ewigen Profiteurs verschafft. Wir sind in diesem Sinne keine sympathischen Leute und unsere Diplomatie hat es versäumt, rechtzeitig Bundesgenossen ins Boot zu holen. Dann, am 12. März 2009, wird die Schweiz noch einsamer. Es fallen die Mauern der Steuerfluchtburg Liechtenstein. Erbprinz Alois gibt bekannt, dass das Fürstentum das Geschäft mit der Steuerhinterziehung aufgeben wolle. Wir sollten in Zukunft all jenen Staaten eine umfassende Kooperation anbieten, die an einer fairen und konstruktiven Zusammenarbeit mit uns interessiert sind. Künftig will Liechtenstein bei Steuerdelikten Rechtshilfe nach den Regeln der OECD leisten. Heute Morgen haben wir in der Regierungserklärung ausführlich dargelegt, dass wir in Zukunft eine steuerkonforme Kundschaft haben wollen. Die Einsamkeit der Schweiz dauert nur gerade einen Tag. 24 Stunden nach den Liechtensteinern tritt Bundespräsident Merz vor die Medien und gibt Bedeutendes bekannt. Der Bundesrat hat heute beschlossen, dass die Schweiz den OECD-Standard bei der Amtshilfe in Steuersachen gemäß Artikel 26 des OECD-Musterabkommens übernehmen will. Das heißt, die Schweiz ist künftig bereit, bei internationaler Steuerhinterziehung das Bankgeheimnis zu lüften. Damit ist das alte Bankgeheimnis tot, 75 Jahre nach seiner Gesetzwerdung. Das Neue wird nicht mehr gar so geheimnisvoll sein. Würden Sie heute nochmals Bankier werden wollen? Seinerzeit wollte ich Biologie oder Medizin studieren. Dann bin ich Bankier geworden und ist geblieben. Je weiter nach vorne ich kam und je mehr ich mit Menschen zu tun hatte, desto mehr Spaß hatte ich. Und die Krise, in der die Banken zurzeit stecken, würde Sie nicht davon abhalten? Ich hatte den Kampf immer gern. Ich mag ihn heute noch gerne. Sie müssen das auch unternehmensphilosophisch sehen. Wir alle, als Individuen oder als Unternehmen, wir gehen über Wellenberge und durch Wellentäler. Wer wir sind, das zeigt sich, wenn wir im Wellental sind. Ich glaube an unsere Zukunft. Ich glaube an die Zukunft des Finanzplatzes Schweiz. Wir müssen die Zeichen der Zeit verstehen. Wir müssen die Diskussion führen. Ich bin überzeugt, dass wir unseren Weg finden werden. Frei nach Hans von Tobel, 92 Jahre alt, seit 65 Jahren Bankier. Es gibt ein Bankgeschäft in der Schweiz, auch nach dem Ende des alten Bankgeheimnisses.